Die schwedische Skikross-N Anna Holmlund wird nach ihrem schweren Trainingssturz im vergangenen Dezember offenbar schwere körperliche und geistige Schäden behalten. Die Angehörigen müssen sich damit abfinden, dass sie Anna nicht so zurückbekommen werden, wie sie früher war, sagte Jakob Svanberg, Teamarzt der schwedischen Skikrosser, der Zeitung Dagens Nyheter. Sie hat keine wirklich willensgesteuerte Motorik. Eine genaue Prognose zum Genesungsgrad der Patientin wollte Svanberg nicht abgeben. Holmlund hatte bei dem Sturz kurz vor Weihnachten im italienischen Innichen massive Hirnverletzungen erlitten und befindet sich seither in einem Koma-ähnlichen Zustand. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hatte die heute 29-Jährige die Bronzemedaille gewonnen. 2011 war die 12-malige Weltcup-Siegerin WM Dritte. Sie gewann 2-mal die Weltcup-Wertung im Skicross.